Der schleicht durch Nacht und Sturm. Das ist der gemeine VW-Bus-Dieb. Ui, ein VW-Bus. Ja, sehr fix. Jetzt hat der Diebstahlsicherung eingebaut. Ach sowas. Ja, sehr fix. Dann wird jetzt heute nichts mehr mit dem VW-Bus. Ja, so ein Scheiß. Servus. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Classicars. In diesem Video geht es um eine Diebstahlsicherung zum Nachrüsten an euren VW-Bus, dass ja euer Bus nicht geklaut wird. Ich habe jetzt hier das System von der Firma Bärlock verbaut. Der eine oder andere wird die Firma sicherlich kennen. Die stellen halt Diebstahlschutzsysteme her für sämtliche Fahrzeuge und auch für ein T3 bieten sie ein System an, um damit die Schaltung zu blockieren und so wieder ein Wegfahren zu verhindern. Das Prinzip funktioniert so, man legt den Rückgussrahmen ein und mit einem Sperrzylinder wird dann die Gangschaltung blockiert. Ich darf euch leider keine Details oder Einbaudetails von dieser Anlage zeigen, weil das möchte der Hersteller halt vermeiden, dass halt die kompletten Details und Kleinigkeiten, wie die Anlage funktioniert, in die Öffentlichkeit kommen. Weil es ganz einfach zu erklären, wenn jemand weiß, wie das System funktioniert und aufgebaut ist, kann er sich auch überlegen, wie man das System umgehen kann. Deswegen möchte ich euch nur das System zeigen, wie es eingebaut ist. Und dazu geht dann zu einem Kundenbus, wo ich es eingebaut habe. Eins weg, dieses System von der Firma Bärlock ist nur erhältlich bei Fachwerkstätten und Einbaupartnerbetriebe. Das System könnt ihr nicht als Privatperson erwerben und selber in euren Bulli einbauen. Ihr müsst euch dazu immer so einen Einbaupartner begeben oder zum Beispiel an mich in meine Werkstatt wenden, wenn ihr so ein System in euren Bus eingebaut haben wollt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das System an, wie es ausschaut. Ich befinde mich jetzt hier in den Kundenbus drin, wo wir das System eingebaut haben. Und ich möchte euch mal zeigen, wie das fertig eingebaute System ausschaut und wie es funktioniert. Das Sperrsystem funktioniert folgendermaßen. Es wird jetzt hier in dem Fall der Rückgussrahmen eingelegt. Und der Schließzylinder sperrt dann den Schalthebel komplett und blockiert ihn somit. Somit ist das Herausnehmen des Ganges oder Schalten unmöglich. Und das ist auch der Sinn dieser Sperre. Weil selbst wenn ich das Auto jetzt aufbreche, zu Zündschloss kurz schließe und den Motor zum Laufen bringe, dann kann ich höchstens nur im Rückwärtsgang, in den Kriechgang rumfahren damit. Und das zieht natürlich sämtliche Aufmerksamkeit und Blicke auf sich, wenn man im Stadtverkehr rückwärts fährt. Und der nächste Dorfchef wird den Dieb dann rausziehen. So ist der Grundgedanke von diesen Systemen. So habe ich zumindest das System verstanden. Das System ist jetzt eingerastet und versperrt. Zum Entsperren einfach wieder den Schlüssel umdrehen. Dann schießt das Haften raus und man kann wieder ganz normal schalten und fahren mit dem Auto. Und zum Abstellen wieder Rückgussrahmen einlegen. Sperrsaften einfach nach unten durchdrücken, bis er einrastet. Schlüssel abziehen und das Fahrzeug ist gesichert. So Freunde, ich bin jetzt zum Ende des Videos angekommen. Es war jetzt leider ein kurzes Video, aber es geht natürlich um die Sicherheit. Und denke, dass es viele interessiert, das Thema. Jeder, der Interesse an unserem System hat, der Firma Bärlock, kann sich gerne mal auf der Homepage der Firma selber informieren darüber, was für Systeme es für sein Fahrzeug gibt. Die Firma stellt ja nicht nur für ein T3 Systeme vor, sondern auch für sämtliche andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel ein VW T5, T6 und so weiter. Somit möchte ich es verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Also, ciao, servus und vielleicht zum nächsten Video.